Ja, sorry, aber ich weiß nicht, in welchem Space Sie sich aufhalten. Aber für uns ist es total interessant, gerade sämtliche Studien und Untersuchungen zu lesen, die sich mit der Frage beschäftigen, warum so viele Menschen antidemokratische, populistische Parteien und die Forscherinnen und Forscher, die sich zum Teil seit Jahren damit beschäftigen, haben einen wesentlichen Grund, der durchgehend ist. Das ist nämlich das Problem der Wahrnehmung der Menschen, dass sie keinen Einfluss auf ihre Lebensbedingungen haben oder viel zu wenig, dass sie nicht Herr oder Herrin über ihr Schicksal sind. Und es hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass beispielsweise die Frage, ob ein Betrieb, ein Werk geschlossen wird, ob Massenentlassungen vorbereitet werden, ob Ausbildungsplätze gestrichen werden, von Menschen entschieden werden, die von davon überhaupt nicht betroffen sind. Die Betroffenen können in diesen entscheidenden Fragen unserer Wirtschaft überhaupt nicht mitreden. Und das ist ein eklatantes Problem unserer demokratischen Entwicklung. Und es führt dazu, dass Leute absurden Heilsversprechen hinterherlaufen, weil sie nicht glauben, dass sie über eine demokratische Beteiligung an dieser Situation was lernen können. Und deshalb ist es wichtig, darüber zu sprechen, wer eigentlich welche Interessen hat. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns als Stadtverordnete mit den Beschäftigten zusammentun. Und nicht mit der Konzernleitung. Die sind nicht auf unserer Seite, auch nicht als Stadt.